Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben in der letzten Folge das Omega-4-Portal durchstoßen und werden jetzt von Bösewichten angegriffen. Und ich nehme mein Lieblingsteam mit. Das sind Jack und Miranda. Definitiv. Und, wir können Neuralschock. Machen wir Überlastung? Wow. Ich glaube, ich gehe lieber auf Schildstärke jetzt mal. Überlastung. Elektro-Schilde und synthetische Feinde noch mehr und kannst du den feindliche Waffen überhitzen. Ein Massenfiktion, Schaden zum Gesundheit lässt aus dem alle bereits jordische Kräfte detonieren bis weiteren Schaden. Ich glaube, das machen wir dann einmal hoch. Haben wir noch für Jack 2 Punkte. Könnten in die Warp-Munition reinskillen. Machen wir das mal. Sie hat auch noch 2 Punkte, aber das ist sinnlos bei ihr leider. Auf geht es. Wo sind wir denn? Sie haben uns gesehen. Wer denn? Oculus. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Aua. Ach, da ist die Oculus. Okay. Okay. Jetzt kommt's. Alter, was? Wir brauchen etwas mit mehr Feuerkraft, um dieses... Wo ist das denn? Gute Nacht. Okay, der trifft mich gerade nicht. Weil er die ganze Zeit... Alles klar. Mach du mal. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Aua, aua, aua. Nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Was machst du denn? Oh Gott. Schadensbericht. Genetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Vor allen Dingen, wieso habe ich eigentlich keinen Helm auf? Feinde vor uns! Wo denn? Jetzt wollt ihr jetzt alle eure schweren Waffen auswählen. Ihr habt dann nur so Pille-Palle-Waffen. Oh, warum steht der direkt vor mir? Das finde ich gerade voll unlustig. Los geht's! Alter, Gewäsch! Das wird sie umwerfen. Scheiße! Es war so klar, dass ich... Wurde getroffen. Ach, wirklich? Shepard! Jetzt machen wir euch fertig! Wir brauchen einiges mehr an schwerer Munition. Ich bin froh, dass er mich gerade... Alles gut. Hupsala. Ich nehme an, diesmal bleibt das Ding tot. Kommen Sie wieder rauf, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Wieso sagt das Miranda? Boah, jetzt habe ich aber keine Munition mehr für meine schweren Waffen. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren.
Und da hinten ist immer noch Saurons Auge. Landeplatz ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Ach, nicht schon wieder dieses Raumschiff. Ach, Kinders. Ach, Kinders. Wer dieses Schiff konstruiert hat, ey. Wir nehmen ein paar Steine und bauen da drin was rein. Zeigen wir unsere neuen Zähne. Hauptgeschütz feuerfrei. Tja, wir haben ja ein bisschen aufgerüstet, ne? Tschüss. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Jetzt freut er sich aber. Woo! Ah. Krieg sie zur Hölle, Mädchen. Solange da jetzt nicht meine Crewmitglieder drin waren. Achtung! Das wäre jetzt sehr tragisch. Massen-Effekt-Feld-Generatoren offline. Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten, die Landung wird hart. Autsch. Warum sieht's der Edi eigentlich die ganze Zeit? Das finde ich ein bisschen witzig. Schon mal am PC gesiezt? Joker, alles in Ordnung? Ach, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich werde die Kollektoren aufhalten, aber ich will überleben, um davon zu berichten. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie schnell werden die Kollektoren die Landezone aufspüren? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Schön. Kommt schon, könnt ihr mal zusammenkommen, ihr beiden wieder? Boah, das wäre so geil, wenn ich jetzt mit allen spielen könnte. Das würde mich richtig freuen. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normen, die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Es ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Oh nein! Scheiße! So, wir müssen einen Tech-Spezialisten aus, um die Tür zu entriegeln. Wir haben einmal Tali Morden, Thane, Krios, Garus, Jacob, Taylor und Legion. Selbst bei den erfahrenen Technikern der Koyana ist mechanisches Genie bewundert er für sie, wenn sie mit technischen Problemen konfrontiert wird, die er mit Intelligenz mitstört, mit roher Gewalt zu... Der Professor, ach so. Der Attentäter mit Gewissen. Der abgestumpfte Bulle, vormals General. Der war mal General?
altgedienter Unteroffizier, Missionar bei den Wilden. Ich, ganz ehrlich, dadurch, dass hier so viel steht und auch eben mit Intelligenzstand mit roher Gewalt zu lösen sind, würde ich Tali schicken. Ich hoffe, ich bringe Tali damit nicht um. Aber ich würde Tali gerne schicken, weil ich glaube, Tali ist definitiv ein Tech-Experte. Wobei, wir können auch Jacob schicken, oder? Der Quotenschwarze muss ja sterben eigentlich. War ein Scherz, möchte ich anmerken. Oh, schicke ich Tali oder Jacob? Fuck, ich weiß es nicht. Aber eigentlich denke ich, mit Tali geht das besser. Aber ich möchte Tali eigentlich nicht umbringen. Wobei Tali nervt mich schon ein bisschen. Komm, wir haben gesagt, wir nehmen Tali. Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Oh, Mordi. Gar nicht. Grunt, los, der Frontsoldat. Samara, die mystische Kriegerin, Jack, ja genau, die Gefangene, lass Jack, komm, wir nehmen Jack, auf jeden Fall. Thane, Garrus, Miranda Larsen, genetisch modifiziert, um in allen Belangen überlegen zu sein, wechselt sie problemlos zwischen mächtiger Biotikerin und vergleichbarer Soldatin, einerseits und brillanten Taktikerin und was Samara wichtig. Eigentlich, ganz ehrlich, ich könnte mir eigentlich keinen besseren vorstellen als Miranda, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wen willst du schicken, Grunt oder Jack? Absolut Quatsch. Thane würde noch vielleicht funktionieren. Ich glaube, Garrus würde zu schnell überhitzen. Und Mordin wäre eigentlich gar nicht so schlecht tatsächlich dafür. Definitiv nicht, weil Mordin ziemlich schnell nachdenken kann. Aber ich finde Miranda... Ich weiß nicht, ich glaube, das kriegt die eher hin. Miranda hat recht. Sie sollte das Kommando haben. Ich werde sie nicht enttäuschen, Shepard. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen. Hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es ihnen. Mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Das ist ja Quatsch jetzt. Wir wissen gar nicht, ob wir zurückkommen und sagen dann, bringen wir unsere Leute nach Hause. Hey, unser Raumschiff fliegt zwar nicht mehr, aber bringen wir unsere Leute nach Hause. Sehr gut. Ich liebe diese Ansprachen, die in Sinnlosigkeit enden. Trupp, Spezialist. Jetzt habe ich natürlich Miranda weggeschmissen. Werfen, Warp, Schreddermunition. Ziehen, Warp-Munition, verbesserte Schockwelle. Die hat auf jeden Fall was anderes. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Brandmuseum bei Samara. Werfen, ziehen, aufspalten. Was hast du nochmal? KI-Hacken, Kampfdrohne. Diese GEF-Sache, ne? Was hast du? Betäubungsschuss, Überlastung, panzerbrechende Munition. Betäubungsschuss, Brandmunition. Ja, wieso können wir eigentlich... Wir machen zwei Teams. Wir haben jetzt viel zu viele Leute übrig. Wieso können wir hier die ganze Zeit atmen ohne Maske? Wir sind mitten im Weltraum. Das funktioniert nicht. Boah, ich hoffe, ich bringe Tali nicht um. Das tät mir so leid. Oh, wir haben ganz viel fette Munition. Tja, dann. Ich bin im Lüftungsschacht, Shepard. Es ist heiß hier drin, aber der Weg ist frei, soweit ich das sehen kann. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen.
Ich bin gerade. Achso, die machen so komische Geräusche. Hallo, ich bleibe hin. Wir liegen unter schwerem Beschuss, aber wir kommen voran. Das ist schön. Shepard, Verstärkung unterwegs in unsere Richtung. Tatsächlich. Jack, du darfst. Ich schaff euch alle. Okay, kommen wir jetzt hier weiter oben rum? Ich bin vollkommen durcheinander hier. Aber ich muss sagen, mir gefällt hier dieses Material. Ich hab voll Angst. Hallo. Ventile deaktivieren. Nicht weiter. Irgendwas blockiert das Rohr. Sieht aus wie ein Tor oder sowas. Das Ventil am Lüftungsschacht sollte das Tor öffnen. Ach so, die Täter so. Das Tor ist offen. Rücke vor. Ah! Ah! Hallo. Wer ist der Vorbote? Wo ist der Vorbote? Ach, Ich werde mich persönlich darum. Ja, ja, du mich auch. Ich bin schon wieder blockiert. Ja, wir arbeiten doch dran. Oh, oh. Why are you burning? Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Ja, aber kein. Hat den Ball flach. Verdammt! Da oben! Kann man die. Schade. Nichts kann mich aufhalten! Der Ball leben, den Rest vernichten. Oh. Sie werden den Schmerz kennen, Damen. Die Lüftungsschächte, die sind bestimmt nicht blockiert. Alles frei. Gehe weiter. Ist klar, ey. Die Lüftungsschächte. Vor allem, was sind das für schlechte Lüftungsschächte? Die sieht man ja überall. Wir brauchen überhaupt Kollektoren Luft? Wissen wir, dass Kollektoren Luft brauchen? Ich glaube nicht. Schön, dass Miranda schon so weit vorne ist. Freut mich ja. Total. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ach, und deine nicht, oder was? Wer ist überhaupt der Vorbote? Haben wir immer noch nicht rausgefunden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen doof. Jack, Mama, irgendwas. Wo ist denn da noch einer? Immer schon speichern. Wir haben gar keine Zeit, also ich gebe mir gar keine Zeit, hier Munition zu. Ich übernehme Kontrolle über diese Form. Ich bin schon wieder blockiert. Sie müssen wirklich ein anderes Ventil finden. Ach, Talu. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann will ich es tun. Warum willst du mich denn zerreißen? Das ist ziemlich. Ach so. Oh. Hallo. Oh Leute. Was ein Stress. Die Folge ist vorbei. Bevor Tali da jetzt weiter rennt und weiter am Rumjammern ist, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.